euch herzlich zu einer neuen Song-Reaction und eine meiner Lieblingsbands, Spiritbox, haben mit Josh Gilbert, ehemals Azalea Dang, nicht nur einen neuen Bassisten, sondern mit dem Titel The Void auch einen neuen Song rausgebracht. Und ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, Spiritbox gehört mittlerweile zu einer meiner Lieblingsbands und sie sind einfach unglaublich vielseitig, streifen wirklich alle möglichen Genres von New Metal über Metalcore, etc. etc. wirklich so viele verschiedene Genres an und schaffen was Neues. Zuletzt hatten sie unter anderem rausgebracht Rotoscope, den ich schon ziemlich irgendwie so Richtung 90er Jahre Garbage empfand und ich absolut gerne höre. Und ich bin gespannt, was sie jetzt mit The Void gemacht haben. Es ist einfach irgendwie immer nicht nur eine Spiritbox, sondern halt auch eine Überraschungsbox. Und ich höre mir den Song jetzt an und verrate euch danach, wie ich ihn finde. Und ihr könnt natürlich live dabei sein, wie ich darauf reagiere. Ich ziehe mir mal meinen Kopfhörer an und bin gespannt, was mich erwartet. Mal sehr schnell, fällt mir gut. Kleiner Fun Fact, ich hatte gestern ein Fotoshooting und in der Location gab es auch so einen Raum, der voll gespiegelt war und das Model hat sich dann in die Mitte des Raumes gestellt und der Effekt war so ähnlich wie jetzt hier in diesem Video. Sehr cool.
Okay. Ich war jetzt ein bisschen von dem abrupten Ende überrascht. Sehr rockig. Ich finde so, der Metal-Part steht so ein bisschen im Hintergrund, ist immer noch hörbar da, aber nicht so dominant. Also ich finde es wirklich eher so rockig. Keine Screams und keine Grunts von Courtney. Erinnert mich ein bisschen an Secret Garden, von der Dynamik her. Ich mag auch diese leichten Shoegaze-Elemente, dieses Spielen mit der Gitarre. Sehr dezent, aber finde ich halt auch sehr angenehm. Und leider nicht so im Kopf verweilend wie zum Beispiel Rotoscope oder Circle With Me oder Holy Roller. Finde ich durchaus eine solide Nummer. Gutes Video. den Stil mag ich total. Und ich bin gespannt, was uns auf dem neuen Album erwarten wird. Ich denke mal, dass das auch wieder sehr vielseitig wird. Das letzte Album, Eternal Blue, war ja auch sehr, sehr abwechslungsreich. Es gab wirklich viele verdammt gute Songs auf dem Album und deswegen, ich behaupte mal, meine Erwartungen an ein neues Album sind hoch und ich bin mir auch sehr sicher, dass Spiritbox diese Erwartungen erfüllen werden und es ist schon mal ein netter Vorgeschmack und ich finde es eigentlich mal ganz gut, wenn so eine erste Single des neuen Albums, wobei ich denke, es dürfte Rotoscope dann gewesen sein, da liegen jetzt auch schon Monate zwischen. Ich denke, The Void macht sich gut, um nochmal so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Und finde, dass da noch Luft nach oben ist. Und ich denke, oder ich fände es gut, wenn mit dieser Luft nach oben stetig gesteigert und gespielt wird. Und so die Vorfreude auf das Album wachsen lässt. Ich finde halt immer schwierig, wenn der erste Song so ein richtiger Banger ist und dann kommen so zwei, drei Songs, die dann halt eher so vor sich hin plätschern und nicht so ganz an den ersten Song rankommen. Also ich finde halt immer gut, wenn da einfach noch eine Steigerung möglich ist an Single-Aufkopplung. Und das sehe ich ja durchaus gegeben. Es ist ein solider Song, der auch durchaus in meiner aktuellen Playlist Platz finden wird. Aber da sehe ich auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial für das kommende Album und hoffe auch, dass ich die Band dieses Jahr mal live sehen werde. Mal gucken, was sich da ergeben wird. Wie fandet ihr den Song? Was ist euer Lieblingssong von Spiritbox? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich habe auch schon ein weiteres Lied rausgesucht, was ich mir auch noch anschauen möchte, wo ich mich jetzt auch schon seit Tagen zurückhalte, es anzusehen. Und es fällt mir durchaus schwer, weil es ebenfalls eine Band ist, die ich sehr schätze. Und da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich bin wie gesagt gespannt aufs Album. Hör mir den Song jetzt nochmal in Ruhe an und wünsche euch einen tollen Tag. Bleibt unartig und bis zum nächsten Mal.